jahrelang gearbeitet, okay? Und ich habe gebetet und ich bin zur Jumu'ah gekommen und die haben mich unterstützt und die haben immer für mich Freitag, die haben keinen Dienst gemacht, okay? Deshalb, da kannst du mir nicht sagen, dass du keine Zeit findest. Wenn, paarmals, wirklich. Ich war selber einmal in einer OP und wir sind so 10 Uhr rein. Ich habe gedacht, ich erreiche Jumu'ah. Jumu'ah war 13 Uhr. Ich habe gesagt, okay, eine Stunde OP. Aber ich bin von OP von 10 Uhr bis circa 17:30 Uhr. Und das war im Winter. Deshalb war Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, war alles weg. Dann habe ich alles gebetet danach. Das ist kein Problem hier, weil du entschuldigt bist. Aber wenn du auch manchmal nicht beten kannst, dann kein Problem. Du kannst zum Beispiel zwei Gebete zusammenschieben und schnell beten. Da brauchst du nicht Al-Baqarah bei Dhuhr-Gebet machen. Du kannst auch Al-Fatiha nur lesen. Al-Fatiha, Allahu Akbar, Sami Allahu Rabbana, Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-Azim, Subhana Rabbi Al-Azim. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى du machst schnell vier Rak'a und fertig und du kannst zwei Gebete zusammenschieben ab und zu nicht immer und Isha und Maghrib kannst du später wenn du nach Hause kommst es gibt Lösung wenn das überhaupt nicht geht du hast keinen sauberen Platz keinen sauberen Platz du hast keine Räumlichkeit du hast keine Möglichkeit außer im Sitzen zu beten, dann darfst du. Aber du solltest es nicht als Regel nehmen. Nicht jeden Tag. Einmal im Monat, zweimal im Monat, okay. Aber dass man jeden Tag im Sitzen betet, damit die anderen nicht sehen, dass man betet, das ist falsch. Du hast eine Pause, dann kannst du auch von Station rausgehen, beten und dann wieder reinkommen. Und ich denke, es gibt immer Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe Kaffee holen oder ich gehe zum Beispiel etwas holen und dann könnte man an einer Ecke und da, oder irgendwo beten und dann zurückkommen. Wir waren einmal in Dresden, wir waren in so einem Center, großen Center, ich weiß nicht, wie das heißt, und wir wollten dort beten. Und als wir beten wollten, wir haben so einen Platz gefunden, das war so, wo so wie Treppenhaus. Nicht mal 2, 3 Minuten und dann war die Polizei da. Die kamen alle zusammen. Und wir haben weiter gebetet. Und dann haben sie gesagt, alles klar. Wir haben gesagt, alles klar. Was habt ihr gesagt? Wir haben gebetet. Keine Angst. Nichts passiert. Wir sind da. Ja, das war klar. Ich meine, es tut mir leid, wenn du eine Gruppe hast von Pflegern oder von Ärzten und sowas, die das nicht verstehen. Nicht vergessen, Sachsen ist AfD-Hochburg. Ja, das weiß ich. Aber trotzdem versuch das. Wenn du richtig arbeitest und gut arbeitest, dann kannst du alles machen. Die werden dir helfen. Wallahu a'lam.